Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo. Und wir sind zurück bei Victoria 3 mit Österreich. Yay! Okay, wir haben. Oh, warte mal. Input Shortages. Ah, shit. In between Episodes habe ich. Eine Quantität, echt jetzt. Brauchen noch mehr Quantität. Yes. Ah, wir bauen hier gerade. Bauen wir noch mehr. Und zwar bauen wir es jetzt auch nach Ungarn. Das sind so ziemlich die loyalsten unserer Bevölkerung jetzt gerade. Okay, wir haben 3 Tage bis zur Wahl, wir haben polnische Sezession und wir müssen einen Streik haben. Okay, die Sezession, keine Ahnung, die werden wir wahrscheinlich eher nicht abhalten können. So, aber wir könnten jetzt vielleicht Government so ändern. Und das machen. Können wir auf keinen Fall das machen, was wir machen wollen, oder? Wir müssen ein Arbeitsgesetz bringen. Sonst geht okay, Women's Poor Laws, nein. Und zwar hier bei Labor Rights, sagen wir. Regulatory Body wollen wir. Wer will das? Die Trade Unions und die Rural Folk. Wer will es nicht? Die Industrialists, die Landowners. Yes, I guess. Die 2 stärksten Gruppen bei uns im Land. Ja, aber andererseits die Regulatory Bodies sind jetzt nicht das per se. Ja, das ist schrecklich. Das ist wirklich schrecklich. Man kann natürlich auch auf. Wir brauchen dafür okay. Wie zum Nein, doch nicht. Noch läuft es.
Was mit denen? Nein. Aber mit denen kann ich das auch nicht durchsetzen. Keiner von denen will dieses Gesetz. Ich meine, wir könnten mal ein Jahr lang die beiden machen und langsam aber sicher alles bekommen lassen. Mal alle setzen lassen. Der gute Admiral sollte irgendwann mal sterben, der ist schon 98. Mit dem neuen General, mit dem neuen Landowner-Chef. Könnte man es vielleicht durchsetzen. Wie soll ich das jemals durchsetzen? So, wenn ich die habe, kann ich die dazugeben? Ja, um das Ganze auf 0% zu bringen. Finde ich gut. Da ist eine Frau dabei. Okay. So habe ich tatsächlich mehr Dings als. Was ist, wenn ich die dazu. Oh, ho, 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 ho. Ist noch immer unacceptable, aber. Aber wir könnten vielleicht das Ding durchsetzen. Progressive Club. Naja, das habe ich befürchtet. Also okay. Wenn ich die beiden drinnen lasse. Was mit euch? Auch nicht. Was mit euch? Auch nicht. Na, es wird nicht. Ach, was? Machen wir mal das. Dann versuchen wir als erstes Regulatory Bodies. Zuerst überhaupt auf Regulatory. Ja. Gott. Immerhin. Ach, 3%. Wir haben keine Prozent-Stall-Wahrscheinlichkeit. Gut. Na dann. Boah, die Franzosen haben sich aus.
So, was machen die Intellektuellen noch, wenn sie schon an der Macht sind? Mal. Wir könnten noch irgendwelche Staaten in unsere Dinge reinkriegen. Okay. Was ist mit Tripolitan? Wahrscheinlich. Ah, gar nicht brauchen, oder? Nein. Nichts. Absolut. Jamar. Kein Öl. Vollkommen wertlos. Nein. Auch kein Öl, aber wir haben Discoverable Resources. Wenn wir Conquer State machen, müssten wir gegen Russland kämpfen, stimmt. Was? Die waren in ihrem Markt. Na dann vielleicht nicht. Ich will keinen Krieg. Haben die da in ihren Ländern? Opium. Opium haben wir auch in relativ. Das eh auch. Wenn kommen noch mehr Opium. Öl wäre halt so irgendwie. Das haben die alles irgendwie nicht. Die haben dafür Kaffee. Noch mehr Opium, noch mehr Opium. Und die Opium. Was, wenn ich euch zum mache? 10. Was haben wir jetzt? Infamy 6. Das heißt, das passt. Großbritannien, Russland, Frankreich könnten sich angeben. Genau, Frankreich ist eh gerade beschäftigt. Mal, wie das mit Russland und Großbritannien ist. Die sind da möglicherweise dabei. Und helfen. Brasilianern gegen ihre Revolte. Die haben sogar einen Krieg noch. Die machen immer den Krieg gegen Lahai. Ah ja, riskieren wir das, oder? Versuchen wir es sind. Als nächstes dann Kalat. Persien wäre auf ihrer Seite. Na gut, das ist uns wurscht. Ah, andererseits. Sehe ich gerade, wir haben ja gleich die Sätze. Oh Gott, ich. Na gut, voll sein. Na, andererseits. Albrecht. Auch. Apropos, hier werden wir vielleicht auch noch führen. Fünft geben.
Also haben wir 90.000, gar keiner. Das heißt, wir bauen hier nochmal 5. Das auch ganz vorne. So. Wir drucken nach 44. Dich schicken wir auch an die, mit deinen Truppen, wenn dann Polen da ist, weiß ich nicht, was da passiert, aber das schauen wir jetzt mal an, was passiert, wenn die Dings ausgeht. So, und du mobilisierst. Und wenn ich sind, werden wir wahrscheinlich von den Persern auch was verlangen. Was nämlich? Da könnt ihr mich bebösern. Not this couple. Das kostet natürlich einen Haufen Infamy. Jetzt haben wir 16,89, können wir uns noch leisten. Was mit Anhalt gewesen? Mist. Anhalt unterstützt. Und Spanien. Ja. Ist mir wurscht. Ich meine, wir könnten rein theoretisch doch gehen. Einfach, wenn wir es können. Nein, aber dann habe ich einen Krieg mit Frank und dann gehe ich wieder an und stehen, wo es mich nicht angehen soll. So. Point visiert. Mhm. Du gehst. Das wird wohl reichen. Schauen wir mal, ob er denn rausgeht. Machen auf jeden Fall Ban Slavery in Sigmar. Wir sind die Liberalen. Ah, jetzt plötzlich helfen wir ihnen alle. Frechheit, jetzt wo ich aufgegangen bin. Ist eh klar. Halt eben, oder? Ja. Achso, oder mal es geht eben da. Boah. Echt jetzt? Chinesen?
mal kurz. Nicht unangenehm, uns aber eigentlich egal. Obwohl, wir könnten natürlich einen Treaty verlangen. Dass wir sie um einiges heftiger machen. Na, Gebiete. Frankreich könnten wir auf unsere Seite kriegen. Obligations. Ah, das würden sie mögen. Treaty Port. Dort würde Frankreich in den Krieg einsteigen bei uns. Wenn wir diesen Kampf erlassen. Was macht man hier in Treaty? Hey. Gehen wir so drüber. Coastal State consists of a single province taken as a war goal for purpose of opening trade with the country. Treaty Port permits its owner to bypass tariffs and embargoes when trading with any market in the same state region. The treaty its effect, the holder's rank must be higher than that of the market owner. Billy, alles rausholen aus dem Markt und verkaufen in den Markt. Anbieten. Oder soll man sagen, ist uns wurscht, wir werden sehen. Auch ohne die Hilfe. Machen wir das. Wenn Frankreich mitkämpft an unserer Seite, dann können wir nachher noch immer aus dem Krieg aussteigen, sobald wir Sind erobert haben. Und Fars. Genau, das machen wir jetzt mal. Schauen wir mal. Wir würden leicht Infamy infam sein, quasi. Aber nur für eine Weile. Es geht schnell. In Slavery, was war das? Die erste Party.
Und die Aura ist uns wurscht. Ist ein Castle Lord Kegis. Danke, und ich hasse mich so sehr. Jetzt ist der Krieg natürlich gesteigert. Andererseits, wir haben ja noch die Sezession, die sich zwischen und Russland setzt. Sollen wir einen Weltkrieg wegen Sindh anfangen? Ich glaube eher nicht. Wir müssen ihnen nur War Reparations zahlen. Ja, wir backen down. Was soll's. Ah, die Infamy kriegen wir auch zurück. Schau an. Schonen. Na gut, kein Weltkrieg. So, dann machen wir noch die polnische Sezession. Das sollte relativ schnell durch sein. Also, warten wir die polnische Sezession. Kann ich irgendwas dagegen? Nein, ich kann nichts dagegen tun, gell? Du bist mehr der Verteidiger. Hier ist der Angreifer. Du bist mir der Verteidiger. So. Wenn sich da jetzt jemand einmischt auf deren Seite, dann bin ich krank. Wenn sich jemand einmischt, dann werde ich ihn auseinandernehmen. Das starte ich jetzt keinen Weltkrieg. Ich habe mich um euch gekümmert wie um mein eigenes Fleisch und was macht ihr? Greift einfach an. Geht's einfach. Uns fehlt Öl. Oh Gott. Galizien, das Öl. Können wir Öl von irgendwoher importieren?
Oh, aus Amerika. Und aus Russland passt. Das wird kurz und schmerzlos. Kurz und schmerzlos. Sagen wir jetzt nur. Language in the classroom. Turkish students sometimes use the native language in Austro-Hungarian schools. Some have called the teachers to penalize, bla 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 bla. Okay, das könnte von heute sein, dieses Dings. Diese Sache. School should teach them to speak the proper language. Bessere Assimilation. Na sicher nicht. So, ich würde sagen, das war's für heute, Herrschaften. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir machen Schluss für heute. Oh, schau, ganz viele Radikale verloren dadurch, dass sie sich losgepackt haben von uns. Finde ich gut. Na gut, meine Damen, meine Herren, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss.